Schön, dass du eingeschaltet hast zur Kooperation Wir backen Plätzchen. Die Kooperation hat der liebe Tom von Chaos Kitchen 51 gestartet und zusammen mit der lieben Sweet Easy Mama darf ich den Anfang machen. Bei mir gibt es heute Florentina glutenfrei. Wie die funktioniert, wirst du gleich sehen und schaut auch bitte bei der lieben Sweet Easy Mama rein. Bis dann. Die Zutaten für unsere Florentina sind Zucker, Sahne, weiche Butter, Honig, dann brauchen wir Zimt, etwas Salz, natürlich jede Menge Mandeln und zum Schluss Schokolade, die darf bei mir nicht fehlen. Wie wir die jetzt zubereiten, das verrate ich euch auch gleich. Wir starten damit, dass wir aus Honig, den Aromaten, Sahne, Butter und Zucker eine Masse herstellen. Das heißt, wir kochen das Ganze auf und fügen dann die Mandeln hinzu, die dann im Backofen gebacken. Ihr macht den Topf schön heiß, macht synchron gleich den Backofen auf ca. 190 Grad und gebt nun eure Zutaten hinein, die richtig schön miteinander eine Masse werden sollen. Das heißt, ihr gebt die Butter hinein, die Sahne dazu, den Zucker, den leckeren Honig nicht vergessen und unsere Aromaten. Das Ganze werdet ihr jetzt erwärmen und zu einer gleichmäßigen Masse verrühren. Nach ca. 5 Minuten hat sich der Zucker aufgelöst. Ihr spürt es, indem ihr mit dem Kochlöffel durchwartet. Ihr spürt keine Kristallteilchen mehr, also nicht so wie so ein sandiges Gefühl. Wenn das alles weg ist und es wirklich eine schöne kochende Masse ist, geben wir nun unsere Mandeln dazu. Rühren das richtig gut um. Wer natürlich auch noch mit Haselnüssen arbeiten möchte oder Pinienkerne oder Pistazien, kann die gerne auch dazu geben. Wir geben jetzt diese Masse, die jetzt kurz aufgekocht ist, geben wir jetzt gleich auf unser Blech. Und der Backofen, wie gesagt, ist vorgeheizt auf 190 Grad. Nicht vergessen. Wir nehmen unsere Masse, gießen die jetzt schön großzügig aufs Blech. Natürlich könnt ihr auch gerne Zitronat und Orangensaft mit dazu machen. Damit gibt es Florentina auch, aber das ist nicht jedermanns Sache. Deswegen machen wir hier das leckere Grundrezept, das auch glutenfrei ist. So, wir streichen das Ganze jetzt richtig schön aus. Und dann verschwindet das Ganze im Backofen bei 190 Grad Ober-Unterhitze für ca. 20 Minuten. Ihr müsst auf den Bräunungsgrad achten. Je länger es drin bleibt, je dunkler wird es. Und wer es nicht so dunkel macht, der macht es einfach ein bisschen früher raus. Das sind eure Florentina. Ihr seht, der Ofen hat ein bisschen ungleichmäßig gebacken. Hier ist es ein bisschen dunkler, hier ist es ein bisschen heller. Den Bräunungsgrad bestimmt ihr selber. Ihr lasst sie jetzt noch ein bisschen auskühlen. Ihr seht, die sind wirklich bombeheiß. Und dann werden wir hergehen, werden die Schokolade schmelzen, das Ganze mit Schokolade auf der Rückseite bestreichen. Also gebt ihr nochmals ca. 10 Minuten Zeit zum Auskühlen. Während unsere Florentina jetzt schön abgekühlt sind, habe ich einfach nur Schokolade flüssig gemacht, wie ihr seht. Und die werden wir jetzt zum Bestreichen benutzen. Das heißt, ihr könnt sie jetzt richtig dekorieren nach Herzenslust. Dazu nehmen wir unsere Florentina. Ich setze kurz vorne ran. Und drehe sie einfach um. Na, die sind doch richtig schön geworden. Nun gehen wir her, nehmen unsere Schokolade und verstreichen die darauf. Wer mag, kann sie auch schon vorher schneiden und sie einzeln verzieren, jedes Blättchen. Ich mache jetzt die einfache Variante, damit es schneller geht und ihr nicht auf jedes Plätzchen warten müsst. Gebt der Schokolade etwas Zeit zum Antrocknen, dreht sie dann um und dann könnt ihr sie entweder im Pizzaroller schneiden oder mit einem großen scharfen Messer in kleine Vierecke rauten, wie ihr möchtet. Seht sie nicht klasse aus? Richtig toll. Und nun schneiden wir sie. Wie gesagt, es gibt zwei Möglichkeiten. Wenn sie noch leicht warm ist, wird es im Pizzaroller wahrscheinlich einfacher gehen. Ansonsten probiert das mit dem Messer. Das heißt, ich gehe jetzt wirklich hierher und schneide sie mir erstmal in die Länge und dann praktisch noch einmal quer drüber schneiden. Und schon habt ihr eure Florentina. Und ihr könnt sie, wenn ihr wollt, dann noch am Rand noch mit Schokolade bestreichen. Ich habe nur die Rückseite gemacht, weil ich das eigentlich ganz hübsch finde und sie auch besser in die Hand zu nehmen sind. Ich hoffe, du backst die Florentina nach. Ich hoffe, es hat dir gefallen, das Video. Weitere glutenfreie Rezepte werden folgen. Ich gehe jetzt erstmal Florentina naschen. Ihr seht, die sind schön hauchdünn, die sind so lecker.
Wie gesagt, schaut auch bei den anderen vorbei. Die Kobrazahn startet heute. Also werden noch viele, viele weitere Folgen. Welche? Siehst du gleich im Anhang. Also, bis dann.